Walter Fritsch, die Fußballanhänger von Dynamo Dresden werden noch lange an den Erfolg gegen Juventus Turin zurückdenken. Und sicherlich war es auch in ihrer bisherigen Trainerlaufbahn das schönste Erlebnis. Ja, das war das schönste Erlebnis auf internationalem Maßstab. Denn immerhin, dass wir Juventus rauswerfen, das ist immerhin für mich als Trainer und auch für die Mannschaft eine sehr große Bestätigung, dass wir in der Lage sind, gegen starke Mannschaften also auch zu spielen. Nun bleibt für die Erinnerung nicht viel Zeit, denn schon steht der neue Gegner im Europapokal der Landesmeister fest. Dynamo Dresden trifft auf den Meister der BRD, Bayern München. Wir hatten immer schon die Gelegenheit gehabt, gegen die Weltspitze oder Europaspitze zu spielen. Zum Beispiel gegen Leeds, gegen Ajax, gegen Liverpool und jetzt gegen Juventus. Und ich möchte sagen, das Los hat einem praktisch, es wurde gezogen und wir müssen uns mit denen abfinden. Und die Mannschaft, so wie auch ich, wir sind also nicht irgendwie da ängstlich, denn wir haben gemerkt, dass wir gegen starke Mannschaften also auch das zeigen können, was unser DDR-Fußball wirklich kann. Wer von den derzeit Verletzten wird am 24. einsatzbereit sein? Also ich bin sicher, dass Riedel-Dieter sich wieder in Ordnung bringen kann. Und bei Frank Richter würde ich zwar innerlich etwas hoffen, aber ich glaube, die Zeit ist zu kurz, dass er eingesetzt werden kann. Ja, und was ist mit Hans-Jürgen Dürrner? Wird er spielen können? Hans-Jürgen Dürrner hat ja die Gelbsucht hinter sich, also auch normalerweise gut hinter sich gebracht. Er ist jetzt im Trainingsprozess und ich werde ihn auf das Spiel gegen Bayern München vorbereiten.